Moinsen ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu Okami. Wir befinden uns gerade in den Ruinen. Ich habe den Namen vergessen, wenn wir mal eins drücken. Ich glaube, da steht das dran. Nope. In den Ruinen befinden wir uns, die sich im Agatha-Wald befinden. Und das ist quasi der erste Tempel dieses Spiels. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal in die andere Richtung. Da gerade eben war ein Dead End. Da kommen wir also nicht weiter. Somit gehen wir mal hier entlang. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl... Nö, Kamera ist... was ist hier los? Was ist wieder mit meiner Remote los hier? Wie ihr seht, habe ich es natürlich nicht geschafft, die andere mal zu organisieren, weil ich zu blöd bin, daran zu denken. Ja, man nimmt ja dann einfach das, was schon da liegt und funktioniert. Sacke aus dem Geist des Stahls. Okay, ich wusste nicht mal, dass Stahl einen Geist hat, aber es ist gut zu wissen. Ja? Es ist gut zu wissen. Vase, deren Schönheit jede Blume überstrahlt. Katze, kannst du dich jetzt mal entscheiden, ob du drin sein willst oder draußen? Jetzt muss ich die Tür wieder zumachen, einen kurzen Moment. Tut mir leid, aber das geht hier nicht anders. Mein Kater, bleib doch mal drin jetzt. Ja. So, hat er sich wieder geschafft, in eine Episode hier reinzuschleichen. So, darf ich dann jetzt spielen? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Wünsche, die ich dir erfüllen muss? Bauchkraulen, mal zu essen. Okay, wir machen weiter. Oh nein, jetzt habe ich ihn angelockt. Na komm, setz dich, mach's dir bequem. Wir spielen Okami, siehst du? So, guck mal, die Tür geht sogar auf. So, hier ist noch so ein Freakbaum. Gibt es hier oben irgendwas? Oh, noch so ein Freakbaum. Da gehen wir mal lieber nicht zu nah ran. Die machen nichts anderes, außer uns aufs Maul hauen. Ne? Na ja. Moin. Ich komme später nochmal wieder. Ich habe das Gefühl, weiß auch nicht, woher mich das beschleicht, dass das hier irgendwann gleich alles wieder viel besser aussehen wird. Jetzt muss ich mal gerade mein Mikro nochmal ausrichten. So. Weiter geht's. Wir müssen geradeaus. Hier ist was zum Erblühen. Das machen wir doch direkt mal. Sehr schön. Räuchergefäß. So, zack, zack. Doppeljump. Hatten wir schon länger nicht mehr. Jetzt können wir hier, pass auf, der erste Trick. Wohoho. Kann man nämlich hier hinten einmal noch lang. Oh, scheiße. Wenn man nicht verkackt, kann man da hinten lang. So, noch einmal. Okay, warte. Und... Oh, dashen. Na, läuft doch. Zack. Erstmal ein paar Krüge zerstören, wie sich das gehört. Dann einmal hier hinten lang. Da war doch noch irgendwas. Na, siehste. Wusste doch, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Muss immer die Augen offen halten in dem Game. Hier sind immer irgendwo irgendwelche Dinge versteckt. So. Und dashen. Okay, dann geht's weiter. Ist ein bisschen Grünstich hier. Erinnert so leicht an die Matrix. Matrix in Cell Shading und mit Wölfen und eigentlich überhaupt nicht. Matrix. Egal. Huh? So, wir müssen hier irgendwie hoch. Anscheinend. Okay. Sieht erstmal noch nicht so schwer aus. So, ein bisschen schwimmen. Hier ist auch normales, klares Wasser. Da können wir auch unsere Rosenblätter drin malen. Dann ist das auch kein Problem. Und dann machen wir einen Double Jump und fertig ist die Geschichte. So, das gleiche machen wir hier. Einmal hoch. Okay. So, dann haben wir hier was zum Erblühen. Stahlfaustsackel. Sack aus dem Geist des Stahls. Hatten wir doch schon. So, und... Gut, damit geht irgendwie noch nichts. Ansehen. Was ist denn mit diesem runden Stein? Er ist viel schwerer, als der aussieht. Sieht nicht so aus, als ob er sich bewegen würde. Egal, wie du daran ziehst oder schiebst. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Ach, was haben wir da denn Schönes? Das sieht nach einem neuen Gegnertyp aus. Okay, Mr. Pflanze. Ja, moin. Schön, dich kennenzulernen. Und die Gegner-Variety wieder mal erhöht. So. Ich glaube, bei denen habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, was die beste Möglichkeit ist, die Platz, weil man haut die halt so. Jetzt, wenn die dann... Genau. Oh, warte auf deine Chance, um deinen göttlichen Pinsel zu benutzen. Das Ding hat immer noch einen harten Hintern? Ich frage mich, ob du das Hinterteil öffnen kannst. Okay. Bevor du angreifst. Ist gut, Isun. Ja? Ist gut. So, wir müssen... Oh mein Gott. Das hat er als Kreis gezählt. Ja, okay. Jetzt können wir nämlich hier dieses Ding hauen. Wupp. Bei dem weiß ich sogar, wie wir einen Zahn kriegen. Na los, weiter. Ach, scheiße. Hat zu lange gedauert. Man muss das halt normalerweise mit einem Rutsch schaffen.
wenn man nicht versagt. Jetzt komm, lass mich dich doch. Lass mich dich doch hier. Hör auf rumzufliegen. Die Zeit, Junge, die Zeit. Hat jetzt sogar Schaden gemacht. Na endlich. So, jetzt müssen wir den wieder aufblühen lassen. Dann hauen wir da einmal, dann hauen wir nochmal so. Und jetzt müssen wir den nochmal aufblühen lassen. Zack, und dann gibt es den Zahn. So klappt das bei denen. Also wie ihr seht, jeder Gegner hat da so sein eigenes... Oh Gott, Zeit voll für den Arsch. War ja klar, wir haben ihn einmal wegfliegen lassen, dass wir den passieren dürfen. Okay, die Kugel ist nun anscheinend leichter und aus Glas. Das kommt immer gut, wenn man irgendwas durch die Gegend rollen will. Das Ding muss hier hin, genau. Jetzt können wir, bevor wir das machen, einmal gerade hier... Genau, ein bisschen Zeug einsammeln. Ah. Okay, Amy. Leider kannst du nicht für immer da stehen bleiben, also die Kugel. Hui. Holen wir sie uns. So, einmal hier rum. Okay, was? Also hier rollt. Hier ist Physik wieder gut, hier rollt sie schön von alleine. Müssen wir nur noch einlochen. So, warte, warte. Ah, aber leicht vorbei, ne? Ganz vorsichtig. Ah, mit dem Schnütchen. Das macht das überall so eine. Man kennt das ja, Hunde und Glasscheiben, ne? So sieht das jetzt auch aus, über so eine Nasenabdrücke. Komm, mach noch so einen. Ey, Amy, du musst nur treffen. Stell dich so an. So, hier. Wupp. Was ist das denn? Ich bin so dumm. Oh nein, jetzt habe ich an die Wand rangerollt. Das ist kacke, da kriegt man die nicht mehr weg. Müssen wir nochmal einen neuen Anlauf nehmen hier. So. Komm schon, Amy. Roll die Kugel da rein. Also, wir spielen auch gerne mit Bällchen. Kann nicht sein. Ach, endlich. Was ein Akt. So. Nix wie rein hier. Guten Tag. Ich bin jetzt gelandet. Ah. Das ist ja nett. Gesellschaft. Was ist mit euren Köpfen eigentlich los? Die haben nicht nur so eine Saufnase, die haben einen Saufkopf. Was ist los hier mit euch? So, erstmal hier ein, ne? Ah, um Gottes Willen, was geht denn hier ab? Der wirft mit Scheiße. Ah. Das war eng. So, warte, den können wir aufblühen lassen da hinten. Machen wir das auch. Boah, guck mal, da ist die Wii aber doch ein bisschen am Leiden hier. Zack. So, warte. Noch einmal, noch mal. Amy, los. Oh, jetzt hätten wir es doch wieder. Guck mal, ein so ein verfickter Pixel hat er noch. Darf doch nicht wahr sein. Nur weil mich der andere von hinten geraped hat. Komm hier, mach mal ein bisschen deinen Pinsel. Warte jetzt. Na, los. Den letzten haut der nicht. Das macht er mit Absicht nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, die wollen das nicht. Das soll zweimal dauern, damit das noch Dissen da ist. Wow, wow, holy shit. Hätten wir ausweichen müssen. Und unsere Tinte ist alle. Uns geht's gerade nicht so gut. So. Jetzt aber wieder. Wow. Was geht denn hier ab mit euch? Findet ihr das in Ordnung? Aua. Ich muss ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Ich muss ran. Ich muss ran. Auf wegzuspringen. Fiege Sau. Das wird zeitlich wieder eine absolute Katastrophe. Na endlich. So hier. Oh. Erst den ein. So. Und dann den zweiten noch. Einmal Tinte haben wir noch. Den können wir dann zwar. Auch Amy, jetzt triff. Jetzt haben wir auch unsere Tinte wieder. Das heißt, wir kriegen doch noch einen zweiten Zahn. Immerhin zwei Zähne organisiert. Wenn es schon irgendwie komplett scheiße war von allem. Sowohl Schaden als auch Zeit. Katastrophe. Na, wir leben aber noch. Das ist die Hauptsache, ne? Brrr. Ihr seht, wir brauchen mehr Tinte. Ich muss gerade einmal gucken, was unser Menü sagt. 200, wie ich es mir schon dachte. So ein Mist. So, jetzt haben wir hier so kleine Mini-Pilze. Damit die groß werden, müssen wir einmal kurz Sonne malen. Dann wachsen die nämlich. So, hier einmal groß werden, genau. Und dann können wir da nämlich ganz entspannt hinauf.
Balls. Das klappt nicht, aber ich würde es schneiden dürfen. Jo, ist nur nichts drin, aber naja, macht ja nichts. Konnte man ja vorher nicht ahnen. Ist hier noch irgendwas? Nein, okay. Hier können wir auch noch was zu schneiden. Oh, ein Sonnenfrag-Dings, ne? Fragment ist falsch. So, einmal gerade eine Bombe. Hi, Katze. Wollte sich wieder auf meinen Schoß legen. Oh, Kiro. Kiro, nein. Oh Mann. Ja gut, die, da wo das Remote sag ich schon, die, das Nunchuck ist, geht klar, weil da muss man sich nicht so viel bewegen. Gut, wir gehen durch die nächste Tür und schauen mal, wo es uns hinführt. Ein Brickchen. Gibt's unten da jetzt irgendwas? Okay, aber das geht so nicht. Du musst meinen Arm schon freigeben. Kann sonst nicht zocken. Da unten kommen wir, glaube ich, her. Wir gehen einfach mal weiter geradeaus. Besser ist das. What is this? Ein langer Weg. Gehen wir mal los. Amy, warte mal eine Sekunde. Meine Nase juckt seit diesem riesigen Pilz dort hinten. Aha. Verdammt. Holy shit, holy shit. Okay, oh, laufen, laufen, laufen. Ach, so muss das natürlich sein. Isu muss wieder Scheiße bauen. Bricht dir die ganze Hütte zusammen. Zum Glück können wir ja rennen. Alles kein Problem. Wupp, und durch die Tür. Okay, was bist du für ein Dingens? Hey, diese Tür hat so ein komisches Schloss dran. Das guckt einen sogar an. Das ist kein gewöhnliches Schloss. Ich spüre hier ein starkes Übel am Werk. Ich sehe hier einfach nur so ein... What the fuck? Also es freut sich, wenn man ihm eine Kopfnuss verpasst. Das ist das Wichtigste. Hinab. Okay. Irgendwie... das Gefühl... Ach, das ist die andere Seite des Steins. Guten Tag. Gaha, ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort so, dass alle passieren können. Warte, es sollte heißen so, dass niemand passieren kann. Glaubst du wirklich, du könntest meine wasserdichte Verteidigung durchdringen? Ha, das klappt nicht. Nichts kann meinen Körper auch nur verletzen. Natürlich habe auch ich Schwachpunkte. Ein sauberer Treffer dort würde mich sofort erledigen. Aber ich bin nicht dumm genug, diese Punkte zu entblößen. Und jetzt verschwinde. Hier kommt niemand durch. Das wollen wir erstmal gucken. Wir müssen die nämlich einmal rammen. Aha, Krallen! Dann entblöße die 1, 2. Oh, das war jetzt nicht so schwer. Hup. Oh Gott. Hup. Man muss da nur treffen. So. Huch! Sind meine Schwachpunkte so offensichtlich? Ich habe versagt. Aber lasst es bekannt werden, dass ich den Tod eines Kriegers gestorben bin. Selbstverständlich bist du das. Zack, bumm. Und da ist er zerplatzt. Ja, das hat auch gleich den Raum ein bisschen aufgehübscht. Als Shortcut nach oben. Und einen Schlüssel gab es auch noch. Wunderbar. So, jetzt wo wir gerade schon mal hier sind, können wir gerade einmal hier durchhuschen und nochmal wieder safen. Das schadet ja nie. Schwupp. Einmal hoch hier, einmal dashen. So, am Spoilern. Guten Tag, guten Tag. Ja, jetzt schnurst du noch ins Mikrofon, ne? Also wenn ihr so ein komisches Schnurgeräusch hört, wisst ihr Bescheid. Lässt sich leider gerade nicht abstellen. So, nehmen wir die 30 hier als nächsten Safe Point und wandern dann mal weiter. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt müssen wir mit dem Ding nur einmal nach oben. Dann können wir durch diese lustige Tür. Das sieht aus wie ein exerzierender Pfeil, mit dem man das Böse vertreibt. Aber seine Spitze ist geformt wie ein Schlüssel. Auf jeden Fall spüre ich seine Macht, das Böse zu vertreiben. Ja, dann nimm mal mit das Ding. Auch wie süß sie das auch ins Mäulchen nimmt. So, wo geht das denn hier hoch? Das sieht doch gut aus. Hier entlang. Na komm, Amy. Amy, komm. Double Jump, genau. Und nochmal. Zack. Haben wir noch die Figürchen kaputt? Ey, kaputt, habe ich gesagt. Oh, meine blöde V-Mode. Drecksding. Ich muss eigentlich schnell noch eine neue kaufen. Immerhin wurde der Export nach Europa ja jetzt inzwischen eingestellt. Das heißt, es werden nur noch Lagerbestände abgebaut und dann stirbt die Wii endlich. Man kann ja jetzt die Wii U kaufen, die ist ja backward-kompatibel hier. Gehen wir mal hinauf.
Okay, zack, zack, zack. Ich mach diesmal nicht mehr die Figürchen kaputt. Ah, doch, komm. Zack. Bisschen Freude muss auch sein. Ich glaube auch, da gab es doch noch so einen Geheimgang. War das da unten? Ich muss mal gerade einmal eine... Oh nein, ich wollte doch nur eine Ebene tiefer. Ich glaube nämlich, da ist ein kleiner Gang irgendwo. Kann mich natürlich auch irren. Dann nehme ich alle Schuld auf mich. Also hier ist nichts, aber ich... Ah, das darf doch nicht wahr sein. Bin so dumm. Jetzt erinnert mich nicht wieder an den Baum, ja, und den Tanz. Mein Gott, das hat, glaube ich, echt, das hat in mir tiefe Wunden hinterlassen. So. Ja, das sieht sehr solide aus, muss ich sagen. Na komm, geh kaputt. Da kann man nicht durch. Nope, ich habe mich geirrt. Es tut mir leid. So, dann einmal noch hier hoch. Oh, vorsichtig. Hier ist eindeutig nichts, das kann ich so schon sehen. Und dann... Okay, hier noch hoch. Jetzt runterfallen. Wupp. Bitteschön. Oh, da bekommst du Angst, ne? Zack. Direkt ins Auge. Stelle ich mir auch nicht sonderlich angenehm vor. So, einmal kurz hier hingucken. Da ist nichts. Dann geht noch hier lang. Okay, eine blaue Schriftrolle. Das ist neu. Hallo? Was bedeutet blau? Ah ja, das bedeutet erstmal eine Menge Gegner. Das ist schon mal schlecht. So, warte. Hier gibt es den ersten. Ach, na, also was flippst du jetzt hier weg? Wer hat dir denn erlaubt einfach zu... Das gibt's nicht, ne? So, da haben wir den ersten Zahn. Na, komm ran. Den zweiten Zahn. Da kommt noch so einer. Ey, Moment, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich wollte eigentlich erstmal den hier. Da, ah, jetzt habe ich draufgehauen. Toll. Kann ich trotzdem noch zerhacken? Ja, was soll's. Einfach für die Freude noch, ne? So. Na, komm ran, du. Und nochmal hacken. Ah, hacken, habe ich gesagt. Na, geh doch. So. Das sieht doch gut aus. War's das? Yeah, so muss das laufen, ne? Was sagst du dazu, Katze? Ja, schnurschön alles voll. Guckt sich das wieder keiner an. Hier sind so komische Störgeräusche. Ist die Waschmaschine an? So, Exorzismus S. Wir brauchen mal hier noch so Knochengedöns hier. So Heil-Items. Einfach nur für ein Backup. Falls ich doch mal extremst versage. Kommt ja manchmal vor, ne? Manchmal setzt das Gehirn halt einfach aus. Hat keine Lust. Dann passiert das. So, geht das hier entlang? Waren wir hier schon? Es kommt mir sehr vertraut vor. Ja, oh, oh, Moment. Ah, alles klar. Da seht ihr schon hier, ne? Müssen wir mal wieder was reparieren. Meister Blaufuchs am Werk. Hübsch. So. Und Speicherpunkt. Das bedeutet nie was Gutes. Gucken wir erstmal hier oben noch. Okay. Hier gibt es nur Tinte und diese komische Figur. Die machen wir natürlich mit kaputt. So, verbraucht. Kartoffel. Mm. Trocken, aber mit Geschmack. Füllt den Das wäre so ein perfekter Spruch für bei Edeka an der Tafel, wenn du zum Kartoffelständer gehst. Trocken, aber mit Geschmack. Ja. Bekomme ich gleich richtig Bock auf Kartoffeln. So, hier. Einmal die 30 speichern. Dankeschön. Jetzt gucke ich mal gerade auf mein Ührchen. Ich habe so das Gefühl, es müsste eigentlich noch eine Minute haben wir noch. Das reicht noch für den nächsten Raum, ne? Aua! Wenn ich nicht jedes Mal gegen alles gegenlaufen würde. Guten Tag. Oh, was ist hier los? Ah, hier müssen wir ein bisschen die Seuche entfernen. 1, 2, 3 Türchen. Okay, 3 Seuchentore. Ich mach gerade meinen Timer hier aus und dann sage ich den ersten machen wir noch und dann ist der Part rum. Machen wir das erste Seuchentor, machen wir noch. Was gehört, Kiro? Dann ist der Part rum, dann muss ich aufstehen und die Aufnahme stoppen. Was für dich bedeutet, dann musst du von meinem Schoß runter. So, erstmal dich. Oh, so ein blödes Pflanzenvieh wieder, wie ich kotzen könnte. Dass du die massivst abnerven. So, ran mit dir. Ah. Ah. Hier dein Dingens kaputt. Komm ran, du. Komm ran, du. Und das Nein. Das Nein, habe ich gesagt. So, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Solange das nur einer ist, kann man da ja mit arbeiten, ne? Das passt auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir hauen jetzt einmal mit unserem Pinsel. Dann hauen wir nochmal mit unserem Pinsel und den Rest genau hauen wir. Dann klappt das nämlich auch in einem Rutsch. So machen wir das auch in Zukunft. Pinsel, Pinsel, hauen. Das Problem ist, wir haben noch nicht genug Tinte, um das auf Dauer durchzuziehen. Wenn das 2 sind, dann geht uns die Tinte nämlich zu schnell aus.
So, machen wir mal hier wieder einen Break. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentare und Feedback, wie wir unter das Video posten. Kiro, willst du auch noch was sagen? Ne? Okay. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.